Mike auf, Freunde. Ich habe für 500 Euro eine Spider-Man Mystery Box bestellt und für 500 Euro eine Barbie Mystery Box. Wir schauen heute, welche Box ist wertvoller. Ah, Junge. Oh, Alter. 3, 2, 1. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir haben endlich mal wieder ein Mystery Box Opening mit meinem Cousin Fabian. Was geht? Moin Moin, was geht? Genau, Freunde. Und ihr seht schon, Alter, was ist das bitte für ein fettes Paket? Leute, ich habe einfach eine 500 Euro Barbie Mystery Box bestellt. Wegen dem neuen Kinofilm, der startet, glaube ich, sogar morgen oder so schon, wenn ihr das Video seht. Und wir haben im Gegensatz dazu eine Spider-Man Mystery Box hier, auch für 500 Euro. Spider-Man war ja vor kurzem im Kino und ist ja auch so ein Klassiker. Das perfekte Battle, Leute. Schreibt mal, welchen Film ihr krasser findet oder welchen ihr euch mehr angucken wollt. Barbie ist natürlich ja auch nicht so 100% meins, Leute, aber ich dachte mir, ey, ich muss auf jeden Fall so eine Box bestellen. Und vor allem, wie groß ist die bitte? Das ist die größte Mystery Box, die ich jemals hatte in dem Video. Ich habe direkt gesagt, die gehört ihm. Ja, Fabian hat sich direkt die Spider-Man-Box geschnappt. Verstehe ich auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, Fabian, du darfst starten und kannst schon mal die Box aufmachen. Und danach mache ich auf jeden Fall meine auf. Ich glaube, ich werde einfach oben diesen ganzen Deckel abschneiden oder so. Oh, Junge. Okay, Leute, wir haben den Deckel einmal abgenommen. Alter, Bro, was ist das denn? Okay, Leute, wir haben eine riesige Sache hier auf jeden Fall, aber die öffne ich auf jeden Fall erst am Ende. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den anderen Sachen. Fabian, bist du bereit? Ich bin mal bereit. Okay, Leute, ich würde sagen, die erste Sache, Fabian, holen wir mal raus zusammen. 3, 2, 1, let's go! Oha, was ist das? LOL, das ist so ein Kostüm von Spider-Man, oder? Okay, Fabian, ey, das musst du anprobieren. Das ist leider zu groß für mich. Und ich habe einfach mal einen Ken, oder? Ist das ein Ken? Ja, das ist ein Ken. Lol, Leute, einfach mal. Ken finde ich auf jeden Fall cooler als Barbie persönlich. Also ist auf jeden Fall ganz nice. Und der hat hier so ein Surfboard. Okay, nice. Okay. Oh, Junge. Ey, so ein Spider-Man-Kostüm ist eh geil. Lol. Viel zu groß für mich. Ja, okay, den musst das du ist anziehen. Echt zu groß. Ja, komm, dann ziehe ich das mal an. So, Leute, hier ist auf jeden Fall der Ken. Wie gesagt, hier mit so einem Surfboard. Ich glaube, mehr muss man eh nicht zeigen. Kennt man auf jeden Fall. Ey, das kostet bestimmt trotzdem sehr viel, ne? So Barbie ist, glaube ich, schon teuer. Ja. Also, er kostet bestimmt so 30, 40 Euro. Naja, weniger als das. Ich denke auch. Okay, Fabian. Leute, ich probiere jetzt mal das Spider-Man-Kostüm. Ach, lol, da muss man hier so einsteigen. Ja. Okay, Leute. Ah, nee, oh mein Gott, ich bin hier. Guck mal, ich bin aus Versehen in den Arm rein. Oh mein Gott. Mit meinem Fuß. Okay. Lol, Bro, ich habe noch nie sowas angehabt, ich schwör's. Ey, das ist sogar original von Marvel, ne? Eben, du musst das Ding umdrehen. Das ist falsch rum. Ja, Fabian ist die Experte, Leute. Nee, ich. Oh mein Gott. Benutze einfach nur meine Augen. Das stimmt. So, warte mal. Und jetzt hier in das andere Bein. Oh mein Gott, Digga, was ist das denn? Hört mich jetzt doppelt. Wie sehe ich bisher aus? Richtig nice. Also, wenn ich ehrlich bin, das ist der Po von Deutschland. Marvel-Fans verstehen's. Ah, Junge! Wie sehe ich aus? Nice, war's kurz. Okay, Leute. Oh, Bruder, das reißt mir fast weg. Oh. Okay, Fabian, bist du bereit? Die nächste Sache. 3, 2, 1 und... Let's go! Let's go! Alter, so was ein Rucksack. Das? Kann ich beim Dreijährigen... Warte kurz, das ziehe ich mal an. Ja. Ich denke, das passt. Oh. Lol, guck mal, ich habe hier so ein Barbie-Auto. So ein Cabrio. Eieiei, da kann man solche Barbie-Puppen reinsetzen. Junge, der ist einfach ja jetzt schon gerissen. Als ob! Zeig mal. Ich glaube, das kann man da trotzdem durchstecken. Ja, ja, aber trotzdem hast du schon so. Hey, voll komisch. Leute, so ein Barbie-Auto ist okay, ne? Ist auf jeden Fall ab 3 Jahren, glaube ich, freigegeben. Ja, ab 3. Sehr geil. Ja, du kleines Kind kannst jetzt damit spielen. Ja, sehr geil. So, Fabian, die nächste Sache. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Was ist das? Und, oha, was hast du da? Spider-Man Coloring Set. Okay, Leute, ihr seht es bei Fabian. Ich habe auf jeden Fall... Leute, steht gar nicht Barbie drauf. Elisabeth Lang. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Ich glaube, sie Erfinderin? Ist das? Ich weiß es nicht. Oh, nein. Bruder! Oh mein Gott, das sind die Schuhe von Barbie, Bro. Bruder, zieh an. Was soll ich anziehen? Warte, zieh an. Ihr werdet gleich sehen, wie ich hier mit diesen Schuhen rumlaufe. Haha, Junge. Ich will aber erstmal wissen, was hier Fabian auf jeden Fall hat.
Das Coloring Set. Oh, lol, was ist das denn? Ach so, das ist so. Das zeigt das mal so in die Cam kurz. Also so ein Set, wo man so malen kann, ne? Mit so Wassermalfarben. Ja, so Wassermalfarben. Krass. Kann ich meiner Schwester schenken. Ich glaube, sie wird es freuen. Mag die Spider-Man? Nee, aber sie mag Coloring. Ah, okay, die mag halt so malen und so. Okay, Leute, ey, komm, ich mach mal hier einen Run, so einen Run. Auch wenn ich nicht reinpasse. Run, Papa. Warte, ich nur zum Test, ob du da reinpasst. Natürlich passe ich da rein, Alter. Meine Füße sind actually kleiner als deine. Verstehst du? Das ist normal so. Geil, zeig mal so in die Kamera. Ja! Oh mein Gott, Alter, das ist wie so eine Waffe, dieser High Heel, oder? Ey, Leute, ich sag ehrlich, als Mann ist man noch nie in sowas gelaufen, ne? Das ist heftig. Ich brauch dich als Stütze, Alter. Ja. Oh mein Gott, warte kurz. Also Fabian, wie fühlst du dich damit? Richtig krass, ich bin die neue Barbie. Oha, hier Model Walk, Alter. Ey, stark, das kannst du mir echt gut hier. Ey, Bruder, wie soll man damit bitte laufen? Ey, ich hab so Respekt vor Frauen, die das machen. Komm, wir machen jetzt richtig nice Model Walk. Ich bin das allerechte Germany's Next Top Model, Bruder. Das geht überhaupt nicht. Alles klar, heute die nächste Sache, Fabian. Ich würde sagen, hast du was? Ja, ich hab. Oh nee, das habe ich schon. Oh, also nimm mal das, was du schon hast. Ja, okay. Okay, 3, 2, 1. Let's go! Ich habe hier auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich eine Barbie. Haha, geil. Oh lol, das ist so eine Funko Pop. Stimmt, die hattest du in dem einen Video dir blind ausgewählt, oder? Ach, was? Ich sehe schon was so krasses. Ist da was krasses drin? So was krasses. Oh, okay, das musst du dann ganz am Ende aber machen, ne? Aber ja, hier ist. Okay. Ich habe hier so einen Funko Pop, aber habe ich schon mal. Hast du genau das oder? Ja, genau die. Leute, ihr seht es auf jeden Fall. So eine Barbie, so ein Set. Oh, guck mal, die hat sogar ein iPhone. Vielleicht seht ihr es gerade rangezoomt, ne? Hier ist da sogar so ein iPhone dabei. Leute, checkt mal gerne das Video mit meiner Schwester ab. Sie ist immer noch neidisch, dass ich mehr Aufrufe bekommen habe als sie. Also checkt's mal ab. Meine Schwester wird mich hassen. Ja, checkt's mal ab, Leute. Würde ich sagen, ich hab was. Ciao. 3, 2, 1, let's go. Und, es wird schon großer Pulli. Okay, Fabian, dann tu mal anziehen hier. Vielleicht ein bisschen oversized, aber ist ja nicht schlimm, ne? Ey, der sieht aber fresh aus. Okay, ja, der ist sehr, sehr groß. Oha, sehr, sehr nice. Ey, sieht echt cool aus, aber. Ich meine, so für zu Hause ist eh entspannt so im Winter, oder? Also Leute, wir haben hier einmal so eine Barbie-Leuchte. Okay, Leute, einmal auspacken. Und zwar, Junge, guck dir das mal an. Da kann man dann einfach so Batterien reinmachen, Leute, und dann leuchtet. Dieses Barbie-Licht. Okay, Fabian, ich habe auf jeden Fall was Interessantes. Okay, 3, 2, 1, go! Lol, diese Barbie-Sonnenbrille mit den Herzen. Geil. Also. Oh, was ist das? Das hier. Oh, wie geil. Warte kurz, das muss ich. Oh, was ist das? Nein, das willst du nicht wissen. Ich werde dir blind etwas machen, okay? Wir sehen uns gleich wieder. Okay, komm. Also Leute. Ignoriert bitte unsere Küche, die ist ein bisschen unaufgeräumt. Aber Fabian meinte, das sind einfach Tattoos. Wie geil ist das bitte? Ja. Wir haben uns jetzt beide eins ausgesucht. Und Fabian, das kannst du mir auf jeden Fall einmal drauf machen. Und du hast dir das andere ausgewählt, das hier. Erstmal machen wir die Folie ab. Wie drum willst du es drauf haben? Mach mal hier so auf diesen Arm unten. Meinst du? Ja. Gut, dann legen wir das so drauf. Und Tuch. Okay, mit so Wasser. Nass machen. Oh mein Gott, wie lange? 20 bis 30 Sekunden. Oh mein Gott, ich krieg jetzt einfach ein Spider-Man-Tattoo, Leute. Boah, ich glaube, das muss man richtig vorsichtig gleich abziehen, ne? Ich denke, das reicht. Okay. Oh mein Gott! Man sieht schon was. LOL! Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt einfach Spider-Man hier. Alter, das sieht ja voll geil aus. Boah, das ist voll gut gemacht. Ja, okay, Fabian, dann kriegst du jetzt eins, ne? Der Moment der Wahrheit. Glaubst du, ich habe es gut gemacht? Nein. Nein. Obwohl? Oh, wow. Alter, ich hab's gut gemacht, ne? Ja, doch, sieht geil aus. Sieht Alter, geil aus. Okay, Leute, hier unsere beiden Tattoos. Sagt mal, welches ihr krasser findet. Das du. Ja, schon. Okay, Leute, wir haben, wie gesagt, unser Spider-Man-Tattoo jetzt am Start. Richtig geil, zeig auch nochmal deins. Sehr, sehr nice. Und Fabian, ich habe hier, wie gesagt, die Barbie-Sonnenbrille. Leute, das soll wohl auch die von Barbie sein, scheinbar. So Herzen. Ja, richtig nice. So bist du zum Workout nächstes Mal mit Acrylics. Auf jeden Fall. Aber ey, Leute, ich muss sagen, man sieht dadurch einfach pink. Was passiert, wenn man Giga-Chat und Herzen miteinander kombiniert? Das hier.
Geil. Ja, und die sieht fresh aus auf jeden Fall. Ja, die ist richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, nächste Sache. Ich habe auf jeden Fall was, du auch? Ich mache mal was Krasses für den Special Move. Und 3, 2, 1. Let's go! Ich habe so Bock drauf. Oh, was ist das denn? Das sind Netzshooter, die funktionieren. Ach, lol, so ein Spider-Man-Handschuh? Ja, ja. Und ich habe eine Barbie-Filmbox. Junge, die werde ich mir auf jeden Fall anschauen, Leute. Ganz klar, ne? Auf jeden Fall. Also so 3 Barbie-DVDs für die Filme. Ja, also das kann ich nicht gebrauchen, bin ich ehrlich. Also so ist das quasi so an der Hand dann so festgespannt, ne? Kannst du jetzt mal für den Test einfach mal so halten, ne? Oh mein Gott. Okay, warte, mach mal. Bevor du schießt, wir machen mal einen Testschuss. Achtung. Okay, Leute, Fabian macht jetzt auf meinen Popo einen Testschuss. Oh, Alter, das ist voll fest geflogen. Okay, Leute, die nächste Sache. Ich hab was, und du? Ich auch. 3, 2, 1. Let's. Nein. Nein, das ist eine Barbie-Perücke. Du musst es unbedingt mal beides zusammen anziehen. Oh mein Gott. Oh, lol, was hast du denn? Krass, zeig mal so. Das ist eine voll... Das ist eine saugeile Spider-Man-Puppe, ne? Ja, ist halt so ein... Spider-Man-Plüsch dir rein oder so. Ja, ich glaube, Leute, wenn man da Batterien reinmacht, kann der sprechen. Aber ist jetzt ja nicht so, müssen wir jetzt nicht austesten. Jedenfalls testen wir aber mal natürlich die Perücke. Das wollt ihr bestimmt alle sehen. Guck mal, das ist schon krass, oder? Ja. Also, WTF, die sieht gar nicht mal so schlecht verarbeitet aus, Leute. Alter, ich habe noch nie so eine Perücke gehabt, so. Okay, einmal aufziehen, ne? Leute, jetzt bin ich aber echt Barbie. Wenn er die aufhat, fusioniert er sich zu Barbie einfach. Wie so Super Saiyajin. Boah. Barbie. So? Ist richtig rum? Alter, ich habe jetzt schon keinen Bock, mal eine Frau zu sein. Okay, so sieht nice aus. Ist das so in der Mitte oben? Okay, Leute, also ich bin jetzt Barbie. Ja, Schuhe, ja egal, die brauchen wir jetzt nicht. Aber sag ehrlich, ist nice? Richtig nice. Ich bleib mal also kurz für so. Den erwachsenen Mann ist das richtig geil. Oh mein Gott, ich habe noch was. Oh mein Gott, okay. Hol du auch noch eine Sache. 3, 2, 1! Go! Ich habe, siehst du, was es ist? Einen pinken Lippenstift. Junge. Ein Barbie-Lippenstift. Ich hab hier so einen. Oh, geil, so ein Lego-Spider-Man. Ja. Ey, Alter, ich fühle mich gerade. Leute, diese Haare, die nerven ja übelst, Alter. Wie schaffen das, Frauen? Überall pink? Hm, ist echt geil eigentlich. Okay, Leute. Eigentlich habe ich es echt gut gemacht, Leute, oder? Das sieht richtig geil aus. Okay, ja. Ich vertraue dir mal, ne? Ja. Ja, komm. Wir machen mal weiter, ne? Das war's komplett. Aber ich lasse dir jetzt an für den Rest des Videos. Dann bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Let's go! Leute, natürlich musste noch mal eine Barbie-Meerjungfrau mit Regenbogenhaaren kommen. Ganz klassisch. Oh, ein Spider-Man-Mäppchen. Also eigentlich nicht ganz klasse, weil hier ist vorne so ein Spider-Man. Oh, Alter, Leute, das ist so 3D drauf, ne? Ja. Sieht geil aus. Ja, okay. Oha, aber ich finde No-Jokers Mäppchen eigentlich ganz geil, oder? Mit diesem 3D-Spider-Man. Kann man so eindrücken. Kannst du mal aufmachen, ob das innen drin auch so mit Spider-Man ist? Also, ich glaube schon. Oh, ja. Mit Vollausstattung. Oha, auch so voll ausgestattet, aber das ist leider nicht im Spider-Man-Design. Ja doch, das ist rot. Ja, ist rot, aber jetzt nicht mit so Betrug und so. Das nehme ich mal mit, weil ich habe, ich schwöre, alles davon habe ich schon längst verloren. Aber ich finde das richtig geil mit diesem 3D-Spider-Man. Ja, ich denke sogar, ich nehme das für die Schule. Okay, ja, das ist nice. Okay, 3, 2, 1. Hast du noch was? Ja, okay. Und go! Wir haben einmal Barbie Hot Wheels. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, Leute, Barbie Hot Wheels. Ich habe AirPods. Alter, was? Spider-Man AirPods? Ja. Was? Als ob es sowas gibt? Leute, das ist kein AirPod Case, das sind wirklich echte AirPods scheinbar. Also nicht von Apple halt, aber... LOL! Ey, geh mal so ein bisschen an die Kamera ran und zeig das mal so. Mega cool. Actually? So AirPods? Alter, ey, das ist heftig. Auch so mit Magnetverschluss, richtig, ja, ja. Gell? Richtig krass. Hier ist auch, hast du auch die Klappen gezeigt? Ja. Geil. Hier ist doch Ladekabel. Mit Ladekabel, ja moin. Warte kurz, ich will wissen, ob die geladen sind. Ich muss das einfach ausprobieren. Gehen die mit Bluetooth? Kannst du mal kurz durchlesen? Die sind, ja, mit Bluetooth, ja. Okay, Leute. So, ja, gut. Bevor ich gleich komplett im Schwitzen versinke, machen wir mal schnell weiter. Okay, ich hab was. Ich auch. 3, 2, 1. Oh. Oh, ein Beachball. Ah, so ein Wasserball, zeig mal. Oh. Also Leute, das ist so ein Wasserball. Ich glaube, du hast es falsch rum, oder?
Ich glaube, den müssen wir nicht auspacken. Ne, kann man dann aufpumpen. Und ich habe einmal, oh, eine Barbie-Juwelenbox. Jewelry, also wo man so seinen Schmuck reinmachen kann. Perfekt, habe ich schon immer gewollt, Leute. Weiter geht's. Okay, 3, 2, 1. Oh. Das ziehst du auch. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mir eindeutig zu klein. Was hast du? Oh, geil, so ein Wecker, ne? Okay. Ich brauch den auch. Okay, Leute. Ich habe irgendwie voll viele praktische Sachen. Man denkt so, Spider-Man voll kindisch, aber ich habe voll viele praktische Sachen heute bekommen. Ja, voll krass. Ich kann auch voll gut gebrauchen. Also das T-Shirt werde ich nicht anziehen, das ist mir zu lost. Ich habe auf jeden Fall eine geisteskrank große Sache. Jetzt weiß ich auch, warum das Paket so groß war. Ich habe auch was richtig, richtig Geiles. Okay, dann würde ich sagen, Fabian, wir holen es raus. 3, 2, 2, 2 1. Oh! Alter, Leute, ich habe einfach mal ein riesiges Barbie-Dreamhouse bekommen. Und Alter, was hast du? Ich habe so ein richtig geiles Spider-Man-Maske. Boah, Alter, so elektronisch sogar. Ja, ja. Oh mein Gott, das ist mit Abstand das Krasseste aus dem heutigen Video, würde ich sagen. Also Leute, ich bin ehrlich mit euch. Ich werde das jetzt nicht auspacken, weil das muss man safe aufbauen, das Barbie-Dreamhouse. Aber Junge, ich weiß gar nicht, wie viel sowas kostet. Ihr seht es mal eingeblendet, bestimmt 200 Euro. Oh mein Gott, ich bin so gespannt auf den Helm jetzt, Fabian. Ja, das stimmt. Oh, der ist ja riesig. Alter, was? Zeig mal. Der ist ja riesig. Boah. Alter, so ein riesiger Spider-Man-Helm. Ultra geil. Okay, warte, ey, das müssen wir safe austesten. Alles gut, ich hab's schon verstanden. Okay, erstmal aufsetzen. Oh mein Gott. Kannst du alles sehen? Ja. Oha, und jetzt an. Oh mein Gott. Ey, das ist so Spider-Man, so normal kämpfen. Alter, Leute, ey, ich muss das mal ganz kurz ganz nah zeigen. Also Leute, hier seht ihr dieses rote Licht einfach mal. Drückt nochmal ans Blau, ne? Oh mein Gott, und dann ist es blau. Mega krass. Also Leute, es waren echt zwei richtig kranke Mystery-Boxen. Lasst unbedingt mal einen fetten Like da. Und kostenlos Abo, ihr wisst Bescheid. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.